Morgen. Guten Morgen, liebe Gäste, liebe Interessierte im Livestream. Ich freue mich, dass ich Sie hier auf der Esteburg begrüßen darf. Hier vor Ort sitzt vor mir ein kleiner Kreis uns dem Obstbau nahestehender Persönlichkeiten. Wir hätten heute natürlich gerne eine größere Runde hier, aber Corona bezwingt uns zur Beschränkung der Teilnehmerzahl. Aus Zeitgründen kann ich natürlich nicht jeden Einzelnen begrüßen. Seien Sie uns alle herzlich willkommen und wertgeschätzt. Ich grüße eben auch alle Gäste im Livestream. Bis gestern hatten wir eigentlich gedacht, dass wir eine Outdoor-Veranstaltung durchführen können. Aufgrund der Wettervorhersage, die sich dann mehr oder weniger auch bestätigt hat, haben wir dann die Veranstaltung umfunktioniert zu einer Indoor-Veranstaltung. Wir befinden uns hier also im Raum Gloster und nicht wie geplant draußen an dem sogenannten Bio-Diff-Teich. Liebe Frau Bundesministerin Klöckner, ich freue mich, dass Sie dem Deutschen Obstbau und dem Bundesausschuss Obst- und Gemüsebau einen Besuch abstatten. Ich heiße Sie hier in meiner Heimat herzlich willkommen. Ich habe Ihrer Mitarbeiterin versprochen, dass es das alte Land blühen wird am 11. Mai. Ich habe mein Versprechen gehalten, mit dem Wetter hatten wir eben nicht so viel Glück. Ich hätte Ihnen meine Heimat auch gern in einem Sonnenlicht präsentiert, aber ich habe schon mal mit Ihrem Mann gesprochen und ihm das alte Land als Urlaubsparadies beschrieben. Vielleicht, das hat er sich gemerkt, dass Sie dann mit einem Oldtimer Cabrio durchs alte Land fahren. Ich hoffe, Sie melden sich dann, ich gebe dann auch einen Kaffee aus. Eigentlich wollte ich jetzt auch die niedersächsische Landwirtschaftsministerin, Frau Barbara Otte-Kienast, begrüßen, die aber aufgrund einer Pflichtveranstaltung im Landtag, ist glaube ich eine Corona-Plenum heute angesagt, von ihrem Chef, Herrn Weil, Präsenzpflicht angeordnet bekommen hat und daher leider kurzfristig absagen müssen. Zu Bärbel Otte-Kienast haben wir auch einen sehr engen Draht und wir tauschen uns ganz oft aus. Ich bedauere, dass sie heute nicht dabei ist, aber sie wird dann durch Helmut Dammann-Tamke vertreten. Das ist eigentlich auch ganz gut so. Ich freue mich, Helmut, auch, dass du hier bist. Wir hätten heute natürlich gerne auch viele Obstbauern begrüßt, aber größere Veranstaltungen erlaubt eben auch Corona nicht. Und liebe Frau Klöckner, ich möchte mich im Namen der Branche, der deutschen Obst- und Gemüsebauern, bedanken, dass Sie diese Branche als systemrelevant definiert haben und dass wir ein Konzeptpapier des Bundeslandwirtschaftsministeriums letztes Jahr erhalten haben, das für uns als Orientierung und Hilfe gedient hat, sodass wir, glaube ich, im letzten Jahr gezeigt haben, dass der Einsatz von Saisonarbeitskräften in Corona-Bedingungen machbar ist und die Betriebe dadurch letztendlich auch ihre Ernte einbringen konnten. Dafür mein herzlicher Dank. Bedanken möchte ich mich auch für die 102-Tage-Regelung, die im Bundestag beschlossen wurde. Ich weiß gar nicht, ist sie schon durch den Bundesrat durch? Ist, glaube ich, jetzt... Ja, ja, so, und auch da bedanke ich mich für, sie hilft vielen Betrieben, nicht allen, aber auch das ist ein Hinweis darauf, dass wir gemeinsam zu Lösungen kommen können. In diesem Dank möchte ich natürlich auch die Bundestags- und die Landtagsabgeordneten mit einschließen, die sich dafür engagiert haben. Als positiv zu bewerten ist auch die Stellung der Sonderkulturen im Aktionsprogramm Insektenschutz, wo wir glauben zu wissen, dass wir dort besonders berücksichtigt wurden, insbesondere in FFH- und Vogelschutzgebieten, wo wir uns doch große Sorgen gemacht haben. Wenn man das jetzt so zusammen addiert, könnte man meinen, alles ist gut. Die Medaille hat aber ganz oft auch zwei Seiten. Um nochmal auf das Aktionsprogramm Insektenschutz zurückzukommen, dass der Sonderkulturbereich in FFH- und Vogelschutzgebieten von dem Einsatz von Verboten des Herbizid- und Insektizideinsatzes ausgenommen wurde, ist wie gesagt zu begrüßen. In Naturschutzgebieten bleibt dieses Problem aber. Insbesondere in Ihrer Heimat, Frau Klöckner, gibt es über 1000 Hektar Baumobstkulturen in Naturschutzgebieten, die landschaftsprägend sind, das wissen wir, und die erhalten bleiben müssen. Aber auch andere Regionen, wie zum Beispiel am Bodensee,
im Rheinland, in Baden, in Franken oder auch in den neuen Bundesländern sind betroffen. Das ist also nicht nur ein Problem einiger weniger. Wir haben eben Ihnen schon mal etwas über Biodiversität gezeigt. Wir können nachweisen, dass unsere Obstanlagen einen speziellen und schützenswerten Lebensraum darstellen. Darüber hinaus bieten wir in den Naturschutzgebieten ein spezielles Risikomanagement an, um zu Lösungen zu kommen, weil es geht hier um Existenzen von Obstbaubetrieben und hier bedarf es regionaler Ausnahmeregelungen. Sie sind hier im sogenannten Sondergebiet des Alten Landes. Die Altes Land Pflanzenschutzverordnung, die Ihr Vorgänger unterschrieben hat, ist das Paradebeispiel, wie man regional zu gemeinsamen Lösungen kommen kann. Vielleicht ist das ein Beispiel auch für andere Gebiete, einen praktikablen Weg diesbezüglich zu entwickeln. Wenn man sich um das Aktionsprogramm Insektenschutz kümmert, muss ich auch das Thema Glyphosat ansprechen. Ich bedauere zutiefst, dass es da keine sachlich-fachliche Diskussion gibt und dass es dabei im Wesentlichen um politische Machtspielereien geht. Wir setzen im Obstbau zum Beispiel zur Baumstreifenbehandlung auf 25-30% der Fläche eines Hektars Glyphosat ein. Als Alternativen bei einem Verbot kämen die mechanische Unkrautbekämpfung und die Bekämpfung mit einer Gasflamme oder Ähnliches in Frage. Beide genannten Alternativen zerstören die in der obersten Bodenschicht vorhandenen Lebewesen sowie Insekteneier und Insektenlarven, die in dem Bereich dann zu finden sind. Das Glyphosat zerstört nur die benetzten Pflanzen und keine Insekten. Und darüber hinaus ist der Glyphosateinsatz auch klimafreundlicher als die Alternativen. Ich bin davon überzeugt, dass es weiterhin möglich sein muss, Glyphosat dort einzusetzen, wo es bisher keine praktikablen Alternativen gibt. Und Sie sind hier auf der Esteburg. Forschung und Beratung sind dafür in meinen Augen geeignete Instrumente, sich Gedanken zu machen, ob man den Einsatz des Glyphosates reduzieren kann, indem man die Streifenbreite reduziert oder wie auch immer und mit Beratung und Forschung der Sache Herr wird. Und wenn man dann über Beratung und Forschung spricht, dann bedeutet das auch, dass die obstbaulichen, nein, auch ich nenne es die gartenbaulichen Forschungseinrichtungen eben auch entsprechend gestärkt werden müssen. Wie hier auf der Esteburg wird auch am KUB in Bavendorf, am LTZ Augustenberg in Dresden-Pillnitz, in DLR Rheinpfalz, in Klein-Altendorf und um nur einige zu nennen, hervorragende praxisrelevante Arbeit geleistet. Forschung und Beratung sind effizienter als Verbote. Anreize erreichen mehr als Verbote. Für uns eine ganz wichtige Aussage. Liebe Ministerin, liebe Abgeordnete, wir halten es für zwingend notwendig, dass es im weiteren parlamentarischen Verfahren in der Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung entsprechende Änderungen und Anpassungen gibt. Das soll es eigentlich zum API, wie es abgekürzt heißt, gewesen sein. Thema Biodiversität. Ich habe schon kurz darauf hingewiesen. Die Bundesfachgruppe Obstbau hat gemeinsam mit der Fördergemeinschaft Ökologischer Obstbau mit dem Bundesamt für Naturschutz ein Biodiversitätsprojekt initiiert. Seit 4 Jahren erforschen Wissenschaftler an mehreren Standorten in Deutschland die Biodiversität in Obstanlagen, um sich ein Bild von der Artenvielfalt in Obstkultur zu machen. Erste Ergebnisse sind aus unserer Sicht beeindruckend, positiv beeindruckend. Zeigen Sie doch, dass es eine sehr hohe Biodiversität in den Obstanlagen gibt. Es gibt dort eine Vielzahl von Vögeln und Insekten, die auf den roten Listen stehen. Und ich frage, trotz oder wegen der Bewirtschaftung? Auch das müssen wir uns hinterfragen, dass wenn wir anders gewirtschaftet hätten, würden wir diese Vielzahl von Vögeln, Insekten und so weiter nicht vorfinden. Thema Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit nimmt in der öffentlichen Diskussion zu Recht einen großen Raum ein. Von dieser Stelle nur so viel. Einem Obstbauern, der sich mit Dauerkulturen beschäftigt,
der in der 13. Generation auf seinem Betrieb wirtschaftet, der stolz darauf ist, dass die nächste Generation den Familienbetrieb übernimmt. Etwas über Nachhaltigkeit zu erzählen, ist aus meiner Sicht nur schwer zu begreifen. Nur weil meine Vorfahren den Boden, das Wasser und die Luft entsprechend gepflegt haben, hatte ich die Möglichkeit, auf meinem Betrieb zu wirtschaften. Und auch ich werde alles dafür tun, um den nächsten Generationen keinen Scherbenhaufen zu hinterlassen. Wir Obstbauern sind die Nachhaltigkeitsexperten schlechthin, mit der entsprechenden Ausbildung und dem Fachwissen. Bei vielen selbsternannten Experten mangelt es offensichtlich an diesem Fachwissen. Thema Pflanzenschutz. Pflanzenschutz ist ein zentrales Thema für den Obst- und Gemüsebau mit der Vielzahl der Kulturen. Obstbau ist nicht nur Apfel. Sie sehen es auf Ihrem Teller. Steinobst, Beerenobst, all das gehört dazu. Vom Gemüsebau, ich sehe Christian Ofen dort sitzen, mit der Vielzahl der Kulturen mal ganz zu schweigen. Und egal ob integriert oder ökologisch, ohne sach- und fachgerechten Pflanzenschutz ist keine Obst- und Gemüseproduktion möglich. Selbstverständlich sind auch wir an der Reduzierung des Pflanzenschutzmittelaufwandes interessiert. Selbstverständlich suchen auch wir nach Alternativlösungen. Frau Glöckner, die Verfügbarkeit geeigneter Pflanzenschutzmittel ist aber besorgniserregend, um nicht zu sagen in Teilen katastrophal. Die deutschen Zulassungsbehörden sollten mit uns nach geeigneten Lösungen Ausschau halten. Und hier ist es das Umweltbundesamt, das immer wieder als Bedenkenträger und Zulassungsverhinderer auftritt. Es kann auch nicht sein, dass Pflanzenschutzmittel in anderen Mitgliedstaaten der EU zugelassen sind, während Deutschland die Zulassung verweigert. Hier bedarf es einer klaren Ansage der Politik. Und meine Damen und Herren, Bezug nehmend auf die gesellschaftspolitische Diskussion um Insektenschutz und Klimaschutz wird die Landwirtschaft oft als Buhmann hingestellt. Die Demos in Berlin haben gezeigt, dass Landwirte sich unverstanden fühlen. Als Sprecher der deutschen Obst- und Gemüsebaubetriebe sage ich hier und heute, die Branche handelt verantwortungsbewusst für die Natur und verantwortungsbewusst für den Verbraucher. Wir denken, wie gesagt, in Generationen und wissen, wie kostbar Wasser, Boden und Luft sind. Wir wollen auch den nächsten Generationen, unseren Kindern, die Möglichkeit zum Weiterwirtschaften erhalten. Wir wollen die Kulturlandschaften, wie hier im alten Land, erhalten und natürlich auch unsere Betriebe. Und wir sind für den Erhalt von Artenvielfalt und Klimaschutz. Da haben Sie uns auf Ihrer Seite. Wir setzen auf den Dialog und auf gemeinsame Lösungsansätze. Und wir müssen dem Verbraucher klar machen, dass es ungesünder ist, den Apfel nicht zu essen, als ihn zu essen. Auch das wird oft verkannt. Liebe Frau Bundesministerin, der deutsche Obstbau muss sich ebenso wie der deutsche Gemüsebau aber auch am Markt behaupten. Die von der Politik und dem Lebensmitteleinzelhandel geforderten Umwelt- und Sozialstandards erhöhen die Produktionskosten erheblich. Und leider werden wir immer wieder mit Angeboten von Obst und Gemüse aus dem Ausland konfrontiert. Obst und Gemüse, was unter anderen Bedingungen produziert wird und daher deutlich günstiger angeboten werden kann. Wir begrüßen Ihre Initiative UTP der unlauteren Handelspraktiken. Wir brauchen aber weiterhin Ihre Unterstützung, um den Global Playern im Lebensmitteleinzelhandel Paroli bieten zu können. Auch da müssen wir vielleicht gemeinsam vorgehen. Und als letztes das Thema Risikomanagement. Wir haben darauf hingewiesen, es bedarf auch einer Unterstützung in Sachen mehr Gefahrenversicherung. Wenn man sieht, was in Europa an anderen Stellen geleistet wird, Förderungen von 50-65%, dann würden wir vorschlagen, das Modell in Österreich ist ein praktikables, wo Bund und Land sich 55% teilen und die Betriebe letztendlich zur Risikominimierung ihren Teil dazu beitragen. Wir wissen alle,
dass durch den Klimawandel auch Witterungsrisiken sich verstärken, auch in der Intensität verstärken, und gemeinsames Ziel muss sein, die Betriebe zu erhalten. Ich hatte gehofft, dass wir heute, wenn Frau Otte-Kienast hier ist, die Spitzen des Bundes, des Landes und der Obstbauern an einem Tisch haben. Da hätten wir uns heute doch schnell für den Sonderkulturbereich einigen können. Schade, dass sie nicht da ist, aber wir bleiben dran. Frau Klöckner, die Obst- und Gemüsebranche wird sich den Herausforderungen stellen. Es ist uns bewusst, dass wir weiter unsere Produktion optimieren müssen, um den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Das werden wir aber nur leisten können, ich habe es gesagt, wenn wir rentabel wirtschaften, weil das ist die Basis. Das ist, wenn Sie hier durchs alte Land fahren, Sie haben die Fachwerkhäuser gesehen. Das sieht schön aus. Ich habe selbst auch eins. Ich habe jetzt vor 2 Jahren mir ein neues Reetdach erstellen lassen. Das kann nur funktionieren, wenn Betriebe rentabel wirtschaften. Wir müssen Forschung und Ausbildung intensivieren, um unseren Kindern zu zeigen, dass wir es ernst meinen, auch mit der Zukunftsperspektive. Wir produzieren gesunde Lebensmittel, und das wäre schade. Sie haben es ganz oft in Ihren Wortbeiträgen zum Ausdruck gebracht, dass wir, wenn wir über Selbstversorgungsgrade reden, noch genug Potenzial haben. Und es wäre schade, wenn wir da, wenn Produktion ins Ausland abwandern würde. Und Sie haben uns an Ihrer Seite, und wir werden uns weiterhin für die Belange des Obstbaus einsetzen, so wie wir das können und machen. Und es wäre schön, wenn wir auf dem kurzen Draht uns dann gegebenenfalls austauschen, weil wenn ich Ihnen dann sage, wir haben Sorgen und Nöte, können Sie davon ausgehen, wir haben wirklich welche, weil wir sind nicht diejenigen, die immer nur verweigern und klagen. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie jetzt zu uns sprechen und ein flammendes Bekenntnis zum deutschen Obstbau uns bringen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Erstmal Kompliment an die tolle Vorbereitung hier. Lieber Herr Stechmann und dem ganzen Team, hier wird gefilmt, hier wird desinfiziert, hier werden Abstände eingehalten, hier gibt es ordentliches Obst auf dem Teller. Freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin heute sehr früh aufgebrochen, aus Rheinland-Pfalz kommend. Und wie Sie wissen, auch bei uns in meiner Heimat Rheinland-Pfalz haben wir Sonderkulturen. Ich selbst komme aus dem Weinbaubetrieb, Stichwort Sonderkulturen. Sie können sich vorstellen, wie die Debatten mit meinem Bruder sind, der Winzer zu Hause ist, studierter Önologe. Und die gute fachliche Praxis, lieber Herr Stechmann, die ändert sich ja im Laufe der Jahre. Sonst müsste es diese Einrichtung ja auch nicht geben, das Thema Beratung, wissenschaftliche Erkenntnisse. Und darüber will ich heute auch gerne mit Ihnen sprechen. Und lieber Herr Stechmann, jetzt waren Sie hier, muss sagen, auch an alle, die jetzt zuschauen, herzliche Grüße. Sie haben schon einen Vertreter, der sehr deutlich jetzt auch war. Eben war er noch ein bisschen freundlicher, bevor es offiziell wurde. Nein, Quatsch. Also wir kennen uns schon lange, wir haben schon viel miteinander auch zu tun gehabt und freue mich auch über wirklich diesen kurzen Draht, bin heute gerne hier, will mich sehr, sehr bedanken, auch bei Helmut Dammann-Tamke. Er ist der Sprecher, ist er jetzt mal der Unionssprecher, Agrarsprecher in Deutschland, in den Landtagsfraktionen. Wir haben auch immer, sagen wir, eine rege WhatsApp-Benachrichtigung, auch immer, wenn es notwendig ist. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute so zusammen sind, dass wir vor allen Dingen, wenn ich jetzt sehe, Herrn Moormann und auch Kollegen Grundmann, ihr beide seid wirklich sehr, sehr intensiv für diese Region auch aktiv. Das will ich hier deutlich auch sagen. Man sagt immer, Politiker, das wird so eingepreist, die müssen sich ja einsetzen für uns und die kommen dann, wenn Wahlen sind. Nee, die nerven mich das ganze Jahr über, um es mal kurz zu sagen, nämlich mit den Anliegen zu ihrer Heimatregion. Und deshalb meine ich nerven positiv, denn im Deutschen Bundestag oder im Landtag sitzen Abgeordnete, die Botschafter ihrer Region sind und dazu beitragen, dass das Verständnis dort, wo Entscheidungen getroffen werden, auch wirklich breit ist. Und dafür will ich mich ganz, ganz herzlich bedanken und freue mich. Ich sehe so viele bekannte Gesichter, Sie alle wissen das, dass wir sehr, sehr eng im Austausch sind. Aber wir müssen auch ansprechen die Themen, die uns alle bewegen. Will aber vorab noch eines sagen von Frau Otte-Kienast. Ganz herzliche Grüße, als ich hierher kam, ich hatte mit ihr noch Kontakt. Sie muss heute in der Tat im Landtag sein und Sie haben eben, lieber Herr Stechmann, angesprochen das Thema Saisonarbeitskräfte, auch die Frage von Corona, dazu will ich gerne gleich etwas sagen. Ich wehre mich sehr vehement gegen Vorwürfe von organisierter Arbeitnehmerseite,
dass im Wein, im Obstbau, im Gemüseanbau man schlechteste und prekärste Arbeitsverhältnisse hätte. Und das gerade dann, wenn es um Saisonarbeitskräfte geht. Ich will das jetzt zu Beginn ganz klar sagen. Die Saisonarbeitskräfteregelung ist eine Win-Win-Win-Situation. Es würde niemand hierher kommen, zu uns in die Betriebe, wenn die Verhältnisse so schlecht wären. Im Gegenteil, wir ermöglichen in unseren landwirtschaftlichen Betrieben Menschen für eine befristete Zeit unter sehr, sehr guten Bedingungen, auch finanziellen Bedingungen, sonst würden sie nicht hierher kommen, auch etwas dazu zu verdienen. Wir haben mit der Branche, lieber Herr Stechmann, und das war nicht einfach, das muss man klar sagen, mit der Branche ist geschafft, Corona-Abstandsregeln, Arbeitsteams einzurichten. Mit vielen Mehrkosten ist es verbunden gewesen, auch was zum Beispiel die Unterbringung, die sanitären Anlagen anbelangt. Und das hat die Branche alles mitgemacht. Und ich finde, man soll nicht gesellschaftspolitische, auch ideologische Debatten dann an einer Berufsgruppe festmachen, die man auf der anderen Seite dann immer wieder gerne lobt. Ich habe das mitbekommen, als plötzlich Spargel oder Erdbeeren im vergangenen Jahr teurer waren, als man es sonst gewohnt war. Und dann als zweites gefordert hat, ja, aber der Mindestlohn müsste viel höher noch sein. Wir eine Plattform mit dem Deutschen Maschinenring, der hat es ja angeboten, die Vermittlung von Arbeitskräften ermöglicht haben für die, die in Kurzarbeit zum Beispiel sind, wo wir sagen, dann helft uns mit in der Landwirtschaft, helft uns mit im Obst, im Gemüseanbau. Als wir dann gesehen haben, naja, man wünscht sich eigentlich heimisches, regionales Obst und Gemüse. Man wünscht sich das ziemlich günstig, auch bezahlbar. Aber was man dann auch will, sind höchste Löhne, sind Einzelzimmerbelegungen, sind dann auch Sozialabgaben, für die kein Saisonarbeitskraft überhaupt nach Deutschland käme. Und vorzuwerfen, es gäbe keine Unfallversicherung, ist faktisch falsch. Vorzuwerfen, es gäbe keine Krankenversicherung, wir haben die Sammelkrankenversicherung, ist auch faktisch falsch. Und ich finde, das ist Stimmungsmache auf dem Rücken einer Berufsgruppe, die so minimiert auch ist in Deutschland, aber deren Produkte wir alle so mögen. Und wenn man dann auf der nächsten Seite wieder sagt, ja, ja, wir müssen gucken, dass wir regional produzieren, heimisch wegen des CO2-Fußabdrucks, aber wir nahezu 70% Obst und Gemüse importieren. Ja, wie sollen die Leute das denn machen? Soll das irgendwie vom Himmel fallen? Und da finde ich, sind nicht Sektordebatten oder Einzeldebatten notwendig, sondern gesamtgesellschaftliche Debatten. Und die Zielkonflikte müssen wir benennen. Und dann müssen wir uns auch mal fragen in Deutschland, wieso geht man nicht mit aufs Feld? Wieso geht man nicht raus auf den Weinberg? Warum geht man nicht ins Gemüsefeld oder auch in die Obstplantage? Weil es eine schwere Arbeit ist. Es ist eine Arbeit, die schwer ist und die auch anstrengend ist. Da hat sich viel an Modernisierung getan, auch das Thema Digitalisierung, wissen Sie, da sind wir ja in dem Feld sehr weit vorangekommen auch. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch mal in diesen gesellschaftlichen Debatten nicht immer nur irgendeiner Facebook- oder Twitter-Gruppe anzugehören und in einer Blase als noch eins draufzulegen und die, die nicht mitdiskutieren können, das sind aber die, die zur gleichen Zeit draußen stehen und schaffen. Und das ist etwas, wo wir gesellschaftlich echt hinkommen müssen, dass wir wieder ein bisschen mehr Respekt vor der Arbeit des anderen haben und einen nicht sofort in eine Ecke stellen. Und das jetzt zum Beispiel in einem Spargelbetrieb, Corona auch ausgebrochen ist. Das passiert auch in anderen Betrieben. Und da muss man jetzt eben hinschauen, wurden die Abstandsregeln eingehalten, wurde ordentlich getestet etc. Das sind die Punkte. Das sollte eigentlich nur einleitend sein, aber es war jetzt eine eigene Passage. Aber mir ist es wirklich ein Anliegen, weil ich weiß, wie auch der Tag der Arbeit ist ein wichtiger Tag. Gewerkschaften sind auch wichtig hier in diesem Land. Aber dass da einseitig auf landwirtschaftlichen Betrieben rumgehackt worden ist, als seien sie wirklich Ausbeuter, das kann ich echt nicht stehen lassen. Das will ich einfach nur noch mal sehr, sehr deutlich hier sagen. Und zu Bärbel Otte Kienast, sie hatte heute auch noch 30. Hochzeitstag. Wir hätten ihr heute auch noch ein Geschenk überreicht, aber jetzt hat sie das Geschenk des Niedersächsischen Landtags. Da muss er heute hocken. Also, ich darf Sie alle sehr geehrte Damen und Herren jetzt gar nicht mehr namentlich jeden begrüßen, aber ich freue mich wirklich sehr, weil wir viel miteinander zu tun haben. Und ich will einfach nochmal zu Beginn sagen, hier sind Sie in einer wunderschönen Region, auch als wir hier entlang gefahren sind. Ich bin heute, wie gesagt, sehr früh in Rheinland-Pfalz aufgebrochen
Und es ist echt, sie sind hier echt in einem sehr gesegneten Land. Also es ist das alte Land. Bei mir in der Region wurden jetzt gerade 3 Landkreise, die sich verbunden haben zu einer Kooperation. Die nennen sich jetzt Alte Welt, wahrscheinlich inspiriert vom alten Land. Und sie sind schon ein starkes Aushängeschild in Deutschland. Das muss man sehr, sehr klar sagen. Und ich glaube, Sie selber spüren das auch, wie besonders das hier ist. Und will man einen Blick auf zum Beispiel Bonn lenken, da gibt es jedes Jahr, jedes Frühjahr ein besonderes Schauspiel. Das sind Touristenattraktionen. Da gibt es Straßenfeste, Fotowettbewerbe, Kirschblütencocktails. Da gibt es ein Naturereignis mitten in der Stadt. Und es zieht viele Bürgerinnen und Bürger an. Warum? Weil die Natur einfach nicht überall da ist. Und sie ist faszinierend. Aber wir müssen auch sagen, ohne den Menschen gibt es vieles Faszinierende eben nicht. Ohne die Pflege, ohne die Arbeit, ohne den Schutz. Und eben nicht nur in der Bonner Altstadt, wenn man die Blüten sieht oder bei uns in Rheinland-Pfalz, wenn sie die Kirschblüte haben, die Mandelblüte haben und vieles andere auch. Das ist sehr, sehr landschaftsprägend. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr touristenprägend und vieles, vieles andere eben auch. Und es ist ein Wirtschaftsstandort. Und ich möchte deshalb auch auf das Thema heiß umkämpfte Thema Pflanzenschutzmittel eingehen. Hör mal, es gibt die eine Gruppe, die es nutzt und schon gleich im Wording, um klarzumachen, hier gibt es nichts zu diskutieren. Das sind diejenigen, die von Ackergiften sprechen. Das ist dann sehr, sehr abschätzig oder von Pestiziden sprechen. Ich will eines vorab einfach deutlich machen. Es kommt auf die Menge an und es kommt auf die Wirkstoffe an. Aber wir werden nie, weder im Ackerbau noch in den Sonderkulturen, ohne den Schutz für Pflanzen auskommen. Das wird sich verändern. Es wird passgenauer sein. Wir werden auch biologische Pflanzenschutzmittel stärker entwickeln. Vieles andere auch. Durch Fruchtfolgen kriegen wir auch andere Resistenzen hin, etc. Aber das gehört zur Ehrlichkeit dazu. So wie wir Menschen krank werden und Arzneimittel nehmen, so müssen wir auch schauen, dass Pflanzen, dass wir Bäume, dass wir wirklich auch unsere Ackerfrüchte gesund halten können bei Befall. Und jetzt haben wir auch noch Wetterextreme und wir wissen, dass aufgrund des Klimawandels und auch aufgrund nicht immer eingehaltener Bestimmungen, was zum Beispiel Verbringung von Pflanzen auch anbelangt aus anderen Ländern, dass wir invasive Schädlinge haben, die wir bisher noch nicht kannten. Im Übrigen Kirschessigfliege kennen Sie auch von Süddeutschland aus weiter ausbreitend. Nicht nur im Obstbau, auch in anderen Bereichen spielt es eine ganz große Rolle. Und jetzt kann man sagen, na ja, alles Natur. Ja, aber dann stimmt die Forderung nicht mehr. Wir wollen Ressourcen schonen, wir wollen Ernten schützen. Und wir wollen uns möglichst regional versorgen. Also ich finde intellektuell, also eine Komplexität des Alltags soll man nicht unterkomplex mit Parolen beantworten wollen. Das ist, glaube ich, klar für Facebook nicht immer ganz einfach. Aber wir müssen schon in die Debatte gehen und erklären und den Leuten wirklich erklären, was das heißt. Und das heißt nicht, die einen sind gegen Pflanzenschutzmittel und deshalb sind sie die Heiligen und die Guten und die anderen sind für und deshalb sind sie die Umweltvergifter. Nein, es gibt Grautöne, es gibt dazwischen Zielkonfliktlösungen. Auf der anderen Seite wollen wir CO2 binden im Boden. Wenn wir aber nicht minimal bearbeiten, wenn wir richtig reingehen, auch in Erosionsgebieten, das wissen Sie auch, und gehen in die mechanische Bearbeitung, haben wir auch wieder einen Zielkonflikt, wenn ich keine Pflanzenschutzmittel auch nutzen darf. Ich will das einfach nur noch mal betonen, dass wir, und da will ich Sie zu aufrufen alle, und auch Sie alle, auch die jungen Landwirte auch bei Ihnen, aber auch die Älteren auch, werden Sie Ihr eigener Influencer. Ich sehe gerade Herrn Schwarz, ich finde der Bauernverband, auch, er macht das super, wenn ich mir Ihre Instagram-Posts auch anschaue. Sie gehen nicht pauschal rein, sondern Sie gehen mit einem gewissen Humor rein, aber vor allen Dingen mit Fakten, mit Vergleichen und sagen, entscheidet euch. Und das finde ich gut und das finde ich richtig und auch wichtig. Und hier im alten Land, wenn wir uns das mal anschauen, Sie tragen mit Ihren mehr als 20 Millionen, das muss man sich erst mal vorstellen, mit ihren 20 Millionen Apfel-, Kirsch-, Bienen- und Birnen- und Zwetschgenbäumen zu unserer Versorgung bei. Das ist eine Versorgung der Bevölkerung. Ja? Und ich weiß nicht, wie viele Leute daheim ordentlich oder selber mal was großziehen können und hochziehen können und dann noch eine erfolgreiche Ernte haben. Also das Gärtnern hat ja massiv zugenommen in der Corona-Zeit, aber ich glaube, bei dem einen oder anderen das Verständnis auch.
was das bedeutet. Und insofern will ich nochmal wirklich herzlich Danke sagen, denn Landwirtschaft, und da beschließe ich Sie alle auch mit den Sonderkulturen immer mit ein, hat eine allererste Aufgabe. Und das ist, uns zu versorgen mit Nahrungsmitteln. Und das ist keine banale Aufgabe. Jeder spricht da irgendwie von Gemeinwohlleistung. Das ist eine Gemeinwohlleistung. Wir müssen uns nur mal vorstellen, wir hätten keine Nahrungsmittel, was dann hier los wäre. Da könnten wir uns Philosophie, Kultur und alles Mögliche sparen. Da ging es dann um Verteilungskämpfe jeden Tag. Und wie sowas aussieht, das wissen wir in anderen Erdteilen. Und was Schädlinge auch mit Ernten machen können, das wissen wir auch in anderen Erdteilen. Und deshalb sollten wir nicht von der Position des Luxus heraus im Übrigen neue Pflanzenzüchtungen einfach mal so ablehnen. Das ist ja auch so eine Kampfdiskussion aktuell. Natürlich sind nicht neue Pflanzenzüchtungen, Stichwort CRISPR-Cas etc., per se die Rettung von allem. Aber sie sind auch nicht per se alle abzulehnen, nur weil mein Bauchgefühl mir das sagt. Da gehört Wissenschaft rein. Wenn ich weniger Pflanzenschutzmittel will, wenn ich klimaresilient sein muss, wenn ich standortangepasst sein will, wenn ich regionale Produktion haben möchte, wenn ich all diese Ziele erreichen möchte, ja, dann brauche ich auch die Instrumente für die Leute, die das umsetzen sollen. Und eines der Instrumente kann zum Beispiel die neue Pflanzenzüchtung sein. Und da sollten wir auch meiner Meinung nach offen sein, nach dem Vorsorgeprinzip, keine Frage. Und ich bin auch ganz froh, dass die Europäische Kommission das auch erkannt hat. Im Übrigen wird das bei Farm to Fork, Sie kennen das Teil, also eine Säule des Green Deals, da wird das auch erwähnt. Nur geneigte Kreise lassen das dann häufig unter den Tisch fallen. Wenn, dann muss man sich das auch ganz anschauen. Fast jeder dritte deutsche Apfel, ich habe heute Morgen auch schon einen gewissen Apfel, ich weiß aber jetzt nicht, ob er von hierher kam, auf der Autofahrt, der stammt aus Ihrer schönen Region. Jeder dritte deutsche Apfel, Sie liegen total im Trend und Sie wirtschaften entsprechend auch der Verbraucherwünsche. Also nochmal Regionalität, heimische, transparente Lieferketten. Sie haben hier eine 700 Jahre alte Geschichte, das ist schon was sehr Besonderes. Und da steche ich mal, klar, Nachhaltigkeit ist nicht etwas, was nur mal kurz in ein Wahlprogramm reinkommt. Mittlerweile ist ja alles irgendwie nachhaltig, gell? Also es hat das Siegel Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, finde ich, darf sich auch nicht verengen nur auf die Ökologie. Weil Nachhaltigkeit definiert hat diese drei Säulen von Ökologie, Ökonomie und sozialer Frage. Auch die soziale Frage in den ländlichen Räumen ist sehr, sehr eng verbunden mit der wirtschaftlichen Tragfähigkeit von Unternehmen, von Arbeitsplätzen, von Lieferketten, von Veredelungsbetrieben und vielem anderen auch mehr. Und der Verbraucherwunsch, aber auch das will ich hier sagen, dazu gehört auch das Thema Umwelt- und Insektenschutz. Und da möchte ich ein bisschen differenzierter vorgehen jetzt gerade, lieber Herr Stechmann. Ist ja klar, das müssen Sie sagen, mir sind die Experte und mir wissen es am besten und das andere sind die selbsternannten Experten. Müssen wir ein bisschen Acht geben, dass wir nicht so holzschnittartig vorgehen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, jede Branche hat Vorreiter, jede Branche hat auch welche, die sagen, wir bleiben an dem hängen, wo wir immer waren. Und jede Branche hat auch Mitglieder, die sagen, es ist aber bequemer, wenn ich so mache wie bisher. Aber vielleicht ist es nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht das Beste. Das spricht Ihnen aber nicht ab, dass Sie nicht nachhaltig wirtschaften, dass Sie nicht an Generationen und Enkelfähigkeit denken, Enkeltauglichkeit denken. Aber wir müssen schon auch kritisch mal zu uns selber, auch in der eigenen Branche sein. Ich erwähne es immer wieder, ich war als Kind, wie gesagt, ich bin auf dem Hof groß geworden und ich weiß, wie früher Pflanzenschutzmittel gelagert worden sind. Ich weiß, wie wir zu Hause früher gebeizt haben, vor 40 Jahren, da wäre heute was los, wenn man das heute so machen wird. Ich weiß, wie Pflanzenschutzmittel angerührt worden sind, das wissen wir alles, das muss ich keinem hier erzählen. Das hat sich in den 40 Jahren total geändert. Und damals haben auch Landwirte gesagt, oh, Kollege Abergrund, freue mich sehr, dass du da bist. Das ist auch so ein Kämpfer. Der kämpft echt wie verrückt bei uns und spricht mich immer wieder darauf an, wie wir hier alles machbar machen, also machbar halten können. Freue mich, dass du auch da bist, Michael. Aber was ich damit sagen will, lieber Herr Stechmann, auch damals haben Landwirte gesagt, wir sind die Experten. Wir haben es von unseren Vätern und Müttern übernommen. Wir müssen aber Acht geben, dass das nicht dazu führt, dass man eine Branche so einschwört, dass man sich, dass alles, was an Veränderungen kommt, und das machen sie ja nicht, aber was so auch vielleicht mal an Kritik kommt, dass man sich so abschottet. Wir müssen es schaffen, stärker miteinander zu reden. Erst dann haben sie auch die Chance bei den ganzen Umweltverbänden, weil es gibt sehr seriöse Umweltverbände, es gibt aber auch welche, deren Geschäftsmodell ist es, auch Angst zu machen. Das wissen wir auch. Und wir müssen es schaffen, miteinander so ins Gespräch zu kommen, dass auch individuelle Lösungen gefunden werden.
wie zum Beispiel hier im Altenland, wie zum Beispiel, und das hat lange gedauert, hatten wir einige Sitzungen gehabt, dass wir auch mal das BMU, das Umweltministerium, auch mal auch zwingen, sich Gedanken darüber zu machen, was ihre Forderungen für Folgen haben könnte, was sie selber ja eigentlich gar nicht wollten. Und insofern sage ich auch, man sollte mit dem Uber nochmal richtig reden. Ich habe beim Thema BVL, vielleicht Ihre Zuschauer wissen das, bei der Genehmigung, bei den Pflanzenschutzgenehmigungen haben wir das BVL, das zu meinem Ministerium gehört, und wir haben das Uber, das zum Bundesumweltministerium gehört. Wir haben den Beantragungsstau abgebaut, wir hängen dort fest, und da sage ich sehr klar, das muss geregelt werden, auch in der kommenden Legislaturperiode, wenn das Umweltministerium weiter so auf der Bremse steht, sind Sie am Ende mit daran beteiligt, dass Ressourcen vernichtet werden. Sie sind beteiligt, dass am Ende Landwirte hier aufhören, und Sie sind beteiligt daran, dass wir Lebensmittel importieren. Und da muss mir keiner mehr kommen von CO2-Fußabdruck und kurze Lieferketten. Das will ich einfach noch mal deutlich sagen. Und Sie leisten Besonderes, Beachtliches, und auch das will ich anerkennen. Und das kommt häufig zu kurz. Das gebe ich auch so in der öffentlichen Debatte. Es wird immer nur ausgesprochen, was gefordert wird von einer Branche. Es ist ja auch so schön zu sagen, Mensch, ich lebe so weiter wie bisher, habe mir eine Berufsgruppe ausgesucht, die soll das alles ändern, und dann kann ich mich moralisch gut fühlen. Das ist das Angenehmste bei Debatten. Aber wir sind alle gefragt. Also Sie glauben gar nicht, was ich schon alles für Schottervorgärten gesehen habe, wo ich sage, da könnte ein bisschen mehr Biodiversität auch stattfinden. Also da ist jeder mal gefragt. Und was Sie wirklich leisten, ist in Forschungs- und Förderprogrammen. Da sind wir ja eng miteinander. Und Sie beraten ja auch dementsprechend. Sie haben reduziert an Pflanzenschutzmittel, die Abstände zu Gewässern etc. Das alles will ich sehr, sehr anerkennen. Und deshalb ist mir auch nochmal wichtig, dass wir es hinbekommen, dass die Notfallzulassungen laufen. Sie wissen, wir haben es in einem anderen Teilbereich gemacht. In diesem Jahr habe ich das über BVL haben wir das hinbekommen, aber habe die Länder auch nicht aus der Pflicht gelassen bei der Notfallzulassung bei der Zuckerrübe. Es geht um Neonicotinoide. Da haben wir aber dann Bewirtschaftungsauflagen auch erlassen, und was auch gut ist, glaube ich, auch in der Sensibilität. Und parallel fördern wir weitere Forschungsfelder. Und apropos Forschung. Wir fördern mit unserem Ministerium 15 Forschungsprojekte rund um den Obstbau mit einem Volumen von mehr als 12 Millionen Euro. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Da freuen Sie sich auch. Er hat auch viel dafür getan und viele anderen auch. Aber ohne Forschung wird es auch keine Ergebnisse geben. Also per Gesetz kann ich nicht Forschungsergebnisse festschreiben, sondern ich kann als Politik, und danke auch den Haushaltsgesetzgeber, ich kann als Politik Rahmen setzen, ermöglichen. Und dann muss man schauen, was rauskommt in der Forschung, sonst wäre es keine unabhängige Wissenschaft. Die Bandbreite unserer Ansätze reicht von Mikrobewässerung über 4D-Insektenmonitoring und Kupferalternativen für den Öko-Obstanbau bis hin zur Agrophotovoltaik. Also wir ziehen da an einem Strang. Ich will was sagen, Herr Stechmann, Sie haben es ja als Stichwort genannt, das Thema Risikoabsicherung. Und ich weiß, die Obstbauern haben mit vielen Risiken zu kämpfen. Nicht nur was das Thema Schädlinge anbelangt, sondern mit Wetterextremen. Bei uns, auch bei mir in meiner Heimatregion, war der Frost jetzt zum Frühjahr sehr, sehr einschneidend, auch in einigen Regionen sehr hart. Und wir müssen feststellen, dass es bestimmte Wetterextreme gibt. Für die gibt es derzeit in der Fläche zumindest keine bezahlbaren Versicherungsangebote. Und Stichwort Frost auch im Obstbau, weil das ist auch Ihr Punkt. Und ich bin grundsätzlich offen für so eine Förderung. Wir haben auch mit unserer Arbeitsgruppe, lieber Michael, bereits darüber gesprochen. Will aber auch sagen, im Obstbau sind die Regionen sehr, sehr unterschiedlich betroffen. Und für die Hilfemaßnahmen von Naturereignissen betroffenen Regionen sind die Bundesländer zuständig. Wir haben eine föderale Struktur, da legen die Länder auch großen Wert drauf. Und das heißt dann auch Rechte und Pflichten. Und der Bund ist dann zuständig, wenn wir Ausmaß von nationalem Ereignis haben. Herr Schwarz, wir hatten das in den Dürrejahren, wo dann der Bund zuständig ist. Wir sind offen, sage ich sehr klar. Auch ich habe auch mit dem Bundesfinanzminister mich da schon ausgetauscht. Wir haben die Chance jetzt durch die neue GAK, also die gemeinsame Agrarpolitik Europas, durch die Umschichtung in die zweite Säule, wo die Länder wirklich direkt das Geld auch nutzen können.
Da muss der Bund gar nicht kofinanzieren. Das ist eine richtig gute Geschichte, wo wir reingehen können. Ich will es gar nicht vertiefen, denn ich glaube, das wird eine Aufgabe noch sein in der sehr, sehr nahen Zeit, dass wir uns darüber austauschen. Baden-Württemberg, Bayern haben damit begonnen. Ich weiß, dass auch Bärbel Otte Kienast da sehr offen ist. Und Saisonarbeitskräfte habe ich eben erwähnt. Da muss ich, glaube ich, gar nicht mehr drauf eingehen. 102 Tage. Ich weiß, der eine oder andere von Ihnen sagt, Mensch, können das nicht freigeben bis Ende des Jahres. Ja, und am besten immer freigeben. Und da sage ich, bitte realistisch sein. Es betrifft dann auch andere Saisonarbeitskräfte, nicht nur in der Landwirtschaft. Und wir müssen auch schauen, dass wir in der Gesellschaft auch eine Balance halten. Und insofern bin ich ehrlich und sage, nein, es wird nicht auf Dauer eine solche Ausweitung geben. Diese Ausweitung gibt es jetzt für die Pandemiezeit. Das haben wir im vergangenen Jahr auf 115 Tage gemacht, jetzt auf 102 Tage. Aber für mich ist wichtig, dass diese Art der kurzfristigen Beschäftigung weiterhin ihre Attraktivität auch hat, für beide Seiten. Und ich sage win, win, win. Ich sehe schon, meine Mitarbeiterin kommt gerade, Zeit drängt. Win, win, win heißt also, auch der Verbraucher hat etwas davon. Und damit will ich schließen und mich bei Ihnen allen nochmal bedanken und jetzt die, die zuhören. Sie sind alle draußen, Sie sind, je nachdem, was Ihr Schwerpunkt in der Arbeit ist, Sie prägen das Gesicht von unserem Land Deutschland. Und zwar von einem Land, das nachhaltig, das natürlich ist und das auch viele Sehnsüchte von uns Menschen, von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern deckt. Und man muss sagen, gerade in dieser Pandemiezeit. Und dafür will ich Ihnen danken und will Ihnen auch Mut machen, gerade den Jungen. Wir wollen Landwirtschaft in Deutschland und wir brauchen sie auch. Und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, auch im Obstbau, im Gemüseanbau, weiterzuentwickeln, das geht nur gemeinsam. Und deshalb geht es darum, auch immer passgenaue Lösungen zu finden. Im Übrigen auch beim Aktionsprogramm Insektenschutz haben wir ganz bewusst auch das, was zum Beispiel Niedersachsen, was Bayern, was Baden-Württemberg zum Beispiel in ihren eigenen Wegen Insektenschutzprogrammen auf den Weg gebracht haben, dass wir das nicht torpedieren, sondern dass wir genau deshalb die Ausnahmen für die Länder auch machen und dass diese Wege weitergegangen werden können. Das will ich Ihnen hiermit sagen. Freue mich nochmals, freue mich immer über den Austausch und Sie haben ein wundervolles Produkt. Ich kenne keinen, der dieses Produkt nicht mag. Und wenn die Leute ihre Produkte nicht mögen, dann müssen wir uns eher Gedanken über die Leute machen, aber sie nicht über sich. Herzlichen Dank und alles Gute. Ja. Sie desinfizieren wieder zwischen Applaus. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, lieber Jens, ihr habt mich heute in eine besondere Situation geführt. Ich bin seit 18 Jahren Parlamentarier und ich genieße das erste Mal das Privileg, nach der Ministerin, nach dem Minister zu sprechen. Das ist für mich sehr, sehr ungewohnt, aber ich danke für diese Situation. Sie ist vermutlich der Tatsache geschuldet, dass unsere niedersächsische Landwirtschaftsministerin Bärbel Otte Kienast sich kurzfristig für heute entschuldigen musste und sie mich gebeten hat, einzuspringen in Abstimmung mit dir, Jens. Wir befinden uns in meinem Wahlkreis. Du hast die Gäste vorhin begrüßt mit in meiner Heimat. Wenn ich das heute hier im Alten Land sagen würde, willkommen in meiner Heimat, würde ich bei dem einen oder anderen Stirnrunzeln sehen, weil ich komme bekanntlich von der Geest, Frau Ministerin. Der Landkreis Stade ist in landwirtschaftlicher Hinsicht ein sehr interessanter Landkreis, weil er sehr, sehr vielfältig ist, eben in Abhängigkeit von den verschiedenen Landschaftsregionen. Wir haben starken Futterbau, also Milchviehbetriebe hier, die 600 bis 800 Kühe melken. Wir haben intensive Veredelungsbetriebe, wir haben Hähnchenmast, wir haben Ackerbau. Und wir haben, worauf wir besonders stolz sind, hier den Obstbau vor den Toren Hamburgs. Und es ist mir ein besonderes Anliegen und deshalb habe ich so eingeleitet, den Obstbau hier und die Familien, die hier in dem Obstbau arbeiten und wirtschaften und den ganzen vor- und nachgelagerten Bereich mal in besonderer Weise für ihr Engagement zu loben. Denn diese Menschen arbeiten jeden Tag dafür, dass die 80 Millionen Bundesbürger jeden Tag gesundes Obst in unseren Lebensmittelgeschäften vorfinden. Die Qualität dieses Obstes ist hervorragend
Und der Obstbau in Niedersachsen, der Obstbau im Alten Land ist sehr unternehmerisch aufgestellt. Das gilt im Übrigen sicherlich auch für den Obstbau insgesamt in Deutschland. Aber besonders hier im Alten Land stelle ich immer wieder fest, es sind sehr weltoffene Menschen. Jens Stichmann ist ein besonderer Vertreter dieser Gattung, die das Herz auf der Zunge tragen, die wirklich jedes Wort, was sie so sagen, auch wirklich so meinen, absolut dahinter stehen und für diese Belange des Obstbaus kämpfen und eintreten. Und deshalb von meiner Seite nach 18-jähriger parlamentarischer Tätigkeit im Niedersächsischen Landtag, wo ich diesen Wahlkreis vertreten durfte, ein ganz riesen Kompliment und Anerkennung für die Arbeit der Menschen, die hier im Obstbau arbeiten und wirtschaften. Und vor diesem Hintergrund ist es auch, glaube ich, eine besondere Wertschätzung, die Sie mit Ihrem Besuch heute diesen Menschen entgegenbringen. Denn das ist nicht selbstverständlich, dass eine Bundesministerin hier in die Provinz, in die Fachgruppe Obstbau kommt, zur Landwirtschaftskammer. Aber ich freue mich auch, dass der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, Hans-Werner Schwarz aus Schleswig-Holstein, da ist. Wir Norddeutschen kooperieren sehr gut und die Interessenlagen sind häufig identisch. Die Ministerin hat mir 3 Punkte aufgegeben. Ich darf hier nicht für die Landesregierung sprechen, aber ich kann ihr ihre Grüße bestellen und ich kann diese Punkte hier wiedergeben. Was das Aktionsprogramm Insektenschutz angeht, möchte ich das aus Zeitgründen, um den Medienvertretern gleich Zeit für Nachfragen zu geben, darauf verzichten, denn es ist alles gesagt worden von Jens, von der Ministerin zu diesem Thema. Ich kann hier ganz konkret sagen, dass Niedersachsen für die nächste GAP-Förderperiode im Sinne von Risikomanagement aus der zweiten Säule ein Instrument der Mehrgefahrenversicherung fördern will. In einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag wollen wir uns in Niedersachsen dem Beispiel anderer Bundesländer folgend hier auf den Weg machen und dieses Instrument für die nächste GAP auf den Weg zu bringen. In solchen Momenten vertritt man Minister gerne. Und ein ganz besonderes Anliegen, und mit dem möchte ich dann in fachlicher Hinsicht auch schon schließen, ein besonders fachliches Anliegen, was mir immer wieder zugetragen wird. Wir haben ja hier nicht nur die Obstbaubetriebe, sondern wir haben hier auch einen starken Obsthandel. Und wenn wir uns mehr nach Hamburg orientieren, aber auch hier in meinem Wahlkreis, haben wir Unternehmen, die global Obst handeln. Und diese Unternehmen sagen mir, Herr Damann-Tamke, wir bekommen jede Form hochwertiger Früchte aus der ganzen Welt hierher nach Deutschland importiert. Es ist aber nahezu aussichtslos, ein insbesondere im asiatischen Raum hochgeschätztes Stück Obst, nämlich den Apfel. Ich habe mir sagen lassen, in asiatischen Kulturkreisen sei es häufig üblich, wunderbar optisch schöne und geschmackvolle Äpfel zu schenken anstatt Blumen. Und dort haben wir ein Hochpreissegment, was wir aus Deutschland derzeit nicht bedienen können, weil wir uns nach dem Wegfall der russischen Exportmärkte hier noch nicht neu aufgestellt haben. Und da bitte ich Sie, Frau Ministerin, im Sinne des Obstbaus deutschlandweit, aber insbesondere auch der Region hier um Unterstützung. Wir haben keinen Selbstversorgungsgrad in Deutschland beim Obst. Insofern mögen alle diejenigen sagen, die für Regionalität plädieren, warum müssen wir denn jetzt noch Äpfel exportieren? Aber wir haben hier hochpreisige Segmente, wo wir Exportmärkte bedienen können. Die großen Containerschiffe fahren hier in Sichtweite auf der Elbe vorbei und wir sind nicht in der Lage, Exportmärkte zu bedienen. Das ist nicht nachvollziehbar. Deshalb dringende Bitte, was die Unterstützung angeht. Und letzter abschließender Punkt. Der Obstbau ist, wie ich sagte, sehr unternehmerisch aufgestellt. Der Obstbau braucht keine Vorgaben im Hinblick auf Umstellung auf ökologischen Landbau. Es sind hier wirklich gut organisierte, hocheffektive wirtschaftende Betriebe, die vollkommen aus freien Stücken auf ökologischen Landbau umstellen. Warum? Weil natürlich die Veredelung innerhalb des Produktes Obst eine sehr kleine Marge sozusagen ausmacht und sie die volle Wertschöpfung über die Direktvermarktung, über den Handel für die Bereitschaft des Verbrauchers, ökologische Produkte nachzufragen, das können die Obstbauern für sich unternehmerisch ausnutzen. Und deshalb ist man immer wieder überrascht, welcher seit Generationen wirtschaftende Betrieb hier ohne Probleme von heute auf morgen sagt, ich stelle um auf Öko-Obstbau. Auch in der Hinsicht sind die Obstbauern wirklich sehr beweglich, sehr unternehmerisch unterwegs. Und deshalb wünsche ich dem Obstbau für die Zukunft hier alles Gute und freue mich, dass ich Sie weiterhin mit Ihren Anliegen in Hannover vertreten darf. Und ich weiß, die Themen des Obstbaus in den Händen von Bundesministerin Julia Klöckner und Bärbel Ottenkiener sind in guten Händen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
schien es so, als wenn die Sonne ein bisschen rauskäme. Wir gehen jetzt raus, ein paar Blütenbilder zu machen. Ich hoffe, dass genug Schirme da sind. Im Anschluss daran haben Sie noch ein Date mit Helmut Dammann-Tamke. Der hat mir erzählt, Wildtierrettung per Drohne. Auch das ist ein interessantes Thema. Und dann haben Sie noch Folgetermine. Wir hätten Sie gerne den ganzen Tag bespaßt. Wir haben noch viel zu zeigen, insbesondere was eben Forschung und Beratung anlangt. Und auch, ich hätte Ihnen gerne auch viele meiner Berufskollegen vorgestellt, weil es sind hier viele junge, gut ausgebildete Obstbauern, die wirklich nach vorne marschieren, die auch bereit sind, die gute fachliche Praxis zu verändern, sowohl in technischer Form als auch in Sachen Pflanzenschutz und so weiter. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen zum Thema Saisonarbeitskräfte, ich bin da nicht ausführlich drauf eingegangen, aber entgegen anderer Meinungen kommen meine Erntehelfer jedes Jahr wieder. Und viele unserer Berufskollegen werden dort zu Familienfeiern eingeladen und so weiter. Also ich glaube, dass wir das Thema Saisonarbeitskräfte in diesen Familienbetrieben professionell angehen, auch unter Corona-Bedingungen. Aber es sind auch Menschen, die uns helfen und zu denen wir ein freundschaftliches Verhältnis haben. In diesem Sinne sage ich vielen Dank für Ihren Besuch. Wir gehen jetzt raus und dann übernimmt Helmut Dammann-Tamke. Wie gesagt, wenn Sie mit Ihrem Mann Lust und Zeit haben, inkognito oder wie auch immer ins alte Land kommen, Sie sind herzlich willkommen. Vielen Dank und wir gehen jetzt raus.